was für ein Auftritt denn die kleinen Mädels und Burschen im Kunsthaus Mürz da geliefert haben. Das ganze Jahr hat man sich im Kindergarten Sonnenschein mit dem Thema Kunst und Technik auseinandergesetzt. Wir haben ganz viele Techniken ausprobiert. Mit Elektrizität haben wir unsere Weihnachtskarten gestaltet. Aber es ist nichts bei den Kindern so gut angekommen wie die Künstler. Unter dem Motto Kleine Künstler, große Forscher wurden nun im Kunsthaus die Werke präsentiert. Die Kinder geben so viel Herzblut ein in die ganze Geschichte. Nur im Turnsaal, nur im Kindergarten, nein, das haben sie sich nicht verdient. Diese Kunstwerke haben einen Platz verdient, der gewaltig ist. Und wir haben uns voll gefreut, dass wir da im Kunsthaus sein dürfen. Wir freuen uns, dass so viele da sind. Wir haben nicht nur gemalt, sondern auch gebastelt. Ich habe gebastelt ein Verbandsbild. Ilse Streit von der Stadtgemeinde Mürz-Zuschlag und die Verantwortlichen des Kunsthaus haben ihr Bestes gegeben, um den kleinsten Künstlern der Stadt eine große Bühne zu bieten. Die Kinder waren auch sehr aufgeregt. Wir waren zweimal heraus zum Kunsthaus anschauen, Gemälde selber aufhängen und man hat gemerkt, wie wertgeschätzt das sie fühlen. Und die Menge an Besuchern, was wir heute gehabt haben, hat das nochmal unterstrichen. Auch die Musikschule ist mit der musikalischen Früherziehung im Kindergarten tätig und auch hiervon gab es an diesem kunterbunten Nachmittag kleine Kostproben. Und die Idee, die jungen Menschen an die Kunst heranzuführen, spielerisch, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit Kunstwerken, ist einzigartig und ich gratuliere wirklich ganz, ganz herzlich. Ich bedanke mich auch wirklich bei den Verantwortlichen, bei Nicole Schmalecker und allen Kolleginnen, die das weit über ihre Dienstverpflichtung hinaus mit so viel Herz und Liebe organisiert haben. Selten haben so viele Künstler zeitgleich ihre Werke im Kunsthaus präsentiert. Mit dieser Vernissage wurde gezeigt, dass jedes einzelne Kind großartig und einzigartig ist und in dem einen oder anderen sogar so manch künstlerisches Talent steckt.